In der Nacht zum Montag kam es gegen 2.43 Uhr zu einem Brand in der Straße am Irminenwingert in Trier. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Gebäude. 15 Personen aus dem Einfamilienhaus und einem Nachbargebäude wurden evakuiert. Nach Durchsuchung des Hauses durch die Feuerwehr fand man einen 68-jährigen Mann leblos in seiner Wohnung. Nach Angaben der Polizei Trier hat der Tod des Mannes nichts mit dem Brand zu tun. Er muss bereits vor einigen Tagen verstorben sein. Die Brandursache ist noch nicht geklärt und der Schaden liegt wohl im sechsstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Trier zu melden, die Auffälliges beobachtet haben oder Angaben machen können. Bei Ankunft schlugen Flammen weiträumig vom Dach heraus. Das heißt, im gesamten Dachstuhlbereich war bereits ein Feuer sichtbar ausgebrochen. Die Personen waren alle im Gebäude drin, wurden dann von den Einsatzkräften geweckt. Es wurde durch Zufall eine tote Person im Erdgeschoss des Brandhauses gefunden, wo aber zurzeit kein Zusammenhang mit dem Brandgeschehen in Verbindung gebracht wird.